Die glamouröse Welt der Prominenten ist nicht ohne Tragödien. Diese traurigen Ereignisse werden oft mit den treuesten Bewunderern der Kreativität der Künstler in Verbindung gebracht. Musiker und Schauspieler leben im Rampenlicht und teilen ihre Energie und Emotionen mit den Fans. Es sind die Fans, die Künstler in den Himmel erheben und ihnen volle Konzerthallen, Albumverkäufe und Auftrittshonorare in Millionenhöhe bescheren. Aber wer sind diese Menschen? Und woran denken sie, wenn sie im Halbdunkel des Saals nach dem strahlenden Auftritt ihres Idols zusehen? Die libanesische Sängerin Susanne Tamim hatte einen beeindruckenden Auftritt und war ein aufstrebender Star im Fernsehen. 1996 gewann sie die Fernsehshow Studio El Fan. Aber sie hatte keine Zeit, den Ruhm in vollen Zügen zu genießen. Tamims Leiche mit mehreren Stichwunden wurde in ihrer Wohnung in Dubai gefunden. Der ägyptische Geschäftsmann Hisham Talat Mustafa konnte Susannes Weigerung, ihn zu heiraten, nicht akzeptieren. Wurde beschuldigt, an dem brutalen Mord an der Sängerin beteiligt gewesen zu sein. Die Geschichte eines Mädchens, das nach seinem Traum strebt. Ihr rasanter Aufstieg zum Ruhm. Ein Weg voller Herausforderungen und die tragischen Umstände, die zur Tragödie führten. Die Öffentlichkeit nimmt Prominente oft als erfolgreiche und glückliche Menschen wahr, die von Fans umgeben sind. Ihr Leben scheint ideal, frei von Problemen, die mit Ressourcen und Verbindungen gelöst werden können. Aber die Realität könnte anders aussehen. Beirut 1977. Ein Mädchen, Susanne Tamim, wurde in eine bescheidene Familie hineingeboren. Von Kindheit an war sie ein aktives Kind und hatte oft mit familiären Problemen zu kämpfen, die zur Scheidung ihrer Eltern führten. Susanne wuchs unter der Obhut ihres Vaters auf. Trotz der Schwierigkeiten beendete sie die Schule und schrieb sich an einer Pharmazieschule ein. Während ihres Studiums lernte Susanne Ali Musanna kennen. Ihre Heirat erfolgte aufgrund von Familientraditionen. Nach der Heirat beschloss Susanne, ihrer Berufung zu folgen, Musik eine einzigartige Stimme zu haben. Sie träumte davon, eine berühmte Sängerin zu werden. Susanne bekam die Gelegenheit, ihr Talent unter Beweis zu stellen, indem sie 1996 für das Fernsehprojekt Studio El Fan vorsprach, das eine Analogie zu populären Musikshows darstellte. Ihre einzigartigen stimmlichen Fähigkeiten und ihre erfolgreiche Leistung führten zu ihrem Sieg bei diesem Projekt. Der Generalproduzent der Show, Simon Asmar, bot ihr einen Vertrag an, den Susanne sofort annahm. Ihre Entscheidung wurde jedoch von ihrem Vater und Ehemann nicht gebilligt, die davon überzeugt waren. Es war zu früh für sie, ins Showgeschäft einzusteigen. Damals war die junge Schönheit erst 19 Jahre alt. Trotz des familiären Drucks beschloss Susanne, ihrer Berufung zu folgen und unterzeichnete einen 10-Jahres-Vertrag mit Studio El Fan. Ihre erste Single brachte ihr Popularität, Werbeverträge und Auftrittsangebote ein. Nachdem der junge Star jedoch schnell an Popularität gewann, die Ansichten der Männer in der Familie änderten sich dramatisch. Als ihr Einkommen stieg, kam es innerhalb der Familie zu Konflikten um die Finanzen. Ihr Vater und ihr Mann begannen, einen Teil ihres Einkommens einzufordern. Aufgrund dieser Konflikte beschloss Susanne, sich von Ali scheiden zu lassen. Ali ist jedoch mit der Scheidung nicht einverstanden. Es ist wichtig anzumerken, dass der Libanon von einem System dominiert wird, das auf Religionszugehörigkeit basiert. Dadurch unterscheiden sich Eheverträge, Scheidungsverfahren und Erbverteilung von den meisten anderen Ländern. Im Libanon gibt es 18 offiziell anerkannte Religionsgemeinschaften, die die islamische, christliche und jüdische Religion repräsentieren. Jede dieser Gemeinschaften verfügt über eigene Justizbehörden, die sich mit Scheidungen befassen. Je nach Religionszugehörigkeit kann die Scheidung vor geistlichen oder Scharia-Gerichten erfolgen. Dies macht den Scheidungsprozess kompliziert und langwierig. Susanne bat Ali wiederholt um eine Scheidung, doch dieser lehnte ab. Schließlich beschloss sie, vor Gericht zu gehen und behauptete, ihr Mann würde sie finanziell ausbeuten. Die Probleme häuften sich und Susanne beschloss, nach Frankreich zu ziehen, um dem familiären Druck zu entgehen. Dort lernte sie Adel Matouk kennen, einen bekannten libanesischen Geschäftsmann und Inhaber einer großen Produktionsfirma. Susanne teilte ihm ihre Probleme mit und Adel bot ihr an, ihr bei der Scheidung zu helfen, im Austausch für die Unterzeichnung eines Vertrags mit seinem Unternehmen. Nachdem er dem zugestimmt hatte, zahlte Adel Ali 1,5 Millionen Dollar, um der Scheidung zuzustimmen. Auch mit dem Vertrag, den Susanne zuvor für 10 Jahre mit Studio El Fan unterschrieben hatte, gab es Probleme. Adel zahlte eine Strafe für die vorzeitige Beendigung dieses Vertrags. Danach unterzeichnete Susanne einen 15-jährigen Produktionsvertrag mit Adels Firma. Außerdem heiratete Susanne den Produzenten.
Wir wissen nicht, ob dies eine Bedingung des Vertrags war, den das Mädchen, da es sich in einer sehr verletzlichen Lage befand, unterzeichnete, oder ob sie wirklich Gefühle hatten. Ihre Freunde behaupteten, dass das Paar eine gegenseitige Sympathie hegte. Und in dieser Zeit kam die Hilfe, die Adel ihm gewährte, dem aufstrebenden Sänger natürlich sehr zugute. Unabhängig von den Gründen für diese Verbindung hat sie Susanne leider nicht vor Problemen bewahrt und neue hinzugefügt. 8 Monate später war es derselbe Teufelskreis. Adele begann, Susannes Popularität auszunutzen, genau wie ihr Vater und ihr Ehemann es zuvor getan hatten. Dies führte natürlich zu Streitigkeiten zwischen dem Paar. Erneut musste die Sängerin die Scheidung von ihrem zweiten Ehemann beantragen. Und er weigerte sich, wie sie sich vorstellen können, rundweg es zu geben. Druck auf seine Frau ausüben, einen Vertrag zu unterschreiben. Für Susanne war es psychisch schwierig, diese Streitereien zu ertragen. Sie konnte nicht glauben, dass sie sich in derselben Situation befand, aus der sie vor nicht allzu langer Zeit entkommen war. Und dass sie diesen ganzen Horror noch einmal durchmachen musste. Und genau wie beim letzten Mal fühlte ich mich gefangen und unfähig, die Situation zu ändern. Susanne beschloss, wegzulaufen. Sie geht nach Ägypten, in ihre Wohnung. Als Reaktion darauf war Adel wütend über die Flucht seiner Frau und begann, sie zu verfolgen. Sich auf jede erdenkliche Weise an dem Flüchtigen rächen wollen. Und da der berühmte Produzent einen Vertrag mit seiner Frau hatte, er konnte jegliche Aufführungen und kreative Aktivitäten gesetzlich verbieten. In Ägypten, im Libanon und auf der ganzen Welt. Der Sänger bleibt ohne die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und schlimmer noch, ohne das Lieblingsanliegen ihres Lebens. Er verbot allen Musiksendern die Ausstrahlung von Musikvideos mit dem Künstler, sowie ihre Erwähnung in allen Medien. Adel verfolgte seine Gemahlin auch auf dem Gebiet Ägyptens. Er kam mehrmals zu ihr nach Hause und versuchte, in ihre Wohnung zu gelangen und einen Skandal machen, der ihr das Leben auf jede erdenkliche Weise schwer macht. Er beschuldigte Susanne auch des Diebstahls von $350.000. Reichte bei der ägyptischen Polizei einen Antrag auf Auslieferung des Sängers an den Libanon ein. Von allen Seiten war sie von Problemen umgeben. Und im Zentrum dieses Kaleidoskops stand Susanne ohne die Unterstützung von Familie und Freunden. Sie wurde von ägyptischen Strafverfolgungsbehörden festgenommen. Doch nach einer Untersuchung wurde ihre Unschuld bewiesen und sie wurde freigelassen. Ihre Lebenssituation verbesserte sich jedoch nicht. Es gab keine Möglichkeiten, Geld zu verdienen, und ihr Mann schikanierte sie weiterhin. An ihrem Geburtstag versammelten sich ihre Familie und Verwandte in ihrer ägyptischen Wohnung, um zu besprechen, wie sie ihr helfen könnten. Plötzlich klopfte Adel Matuk an die Tür. Susanne versuchte, ihn rauszuschmeißen, aber dies führte zu einer verbalen Auseinandersetzung, die zu einem Kampf eskalierte. Susannes Mutter trat für ihre Tochter ein und Adel schlug sie. Er wurde schließlich rausgeschmissen. Susanne war verzweifelt und fühlte sich ständig von ihrem Mann unter Druck gesetzt. Diese Geschichte dauerte lange, manchmal intensivierte sie sich, manchmal ließ sie nach. Im Jahr 2005 lernte Susanne den ägyptischen Geschäftsmann Hisham Talat kennen, Inhaber der größten Immobilienagentur im Nahen Osten und angesehener Senator. Nachdem sie ihm von ihren Problemen erzählt hatte, hörte sie ein Hilfsangebot. In der Hoffnung auf das Beste nahm sie an, doch leider wiederholte sich die Geschichte. Hisham zahlte alle Bußgelder und übernahm die Kosten für die Kündigung von Susannes Vertrag. Susanne löste nach und nach alle ihre Probleme und begann, ihre verlorene Ruhe wiederzugewinnen. Sie träumte von einem friedlichen Leben. Doch das friedliche Leben währte nicht lange und sobald alle Probleme gelöst waren, verkündete Hisham, dass er sie heiraten wollte. Susanne war von diesem Vorschlag schockiert und lehnte rundweg ab, aber der Mann bestand darauf. Er kam immer wieder auf dieses Thema zurück und führte sogar ein Gespräch mit dem Vater des Sängers, um ihn davon zu überzeugen, dass er seine Tochter mit ihm verheiraten sollte. Aber Susanne stimmte keiner Bitte zu. Es kam so weit, dass Hisham Sicherheitsleute anheuerte, die der Frau folgten und ihr überall hin folgten. Die Situation eskaliert immer weiter und Susanne beschließt erschöpft und verzweifelt. Erraten Sie was? Flucht natürlich, zum dritten Mal. Sie fand einen Moment, in dem die Wachen nicht da waren und ein Flugticket gekauft haben. Nach London geflogen. Als Hisham davon erfuhr, geriet er in wilde Wut und schwor, diese Tat nicht ungestraft bleiben zu lassen.
Entweder würde er sie zurückholen oder ihr Leben ruinieren. Und das waren keine leeren Drohungen. Für die Sängerin in London rief Hisham sie an und überredete sie, zurückzukehren. Er versprach, dass, wenn sie es täte, alles in Ordnung wäre und alle Vergehen vergessen würden. Susannes Angst um ihr Leben wuchs immer mehr und ihr psychischer Zustand verschlechterte sich weiter. Sie wurde mehrmals ins Krankenhaus eingeliefert und emotionale Überlastung begann sich auf die körperliche Gesundheit der Sängerin auszuwirken. Trotz aller Strapazen glaubte sie, dass der schwarze Streifen früher oder später enden würde und sie aus allen Schwierigkeiten herauskommen würde. In London trifft eine Frau mehrere Menschen. Einer von ihnen war ein irakischer Kickbox-Champion und lebte zu dieser Zeit in London. 2007 heiratete der junge Mann sie. Susanne brauchte die Schulter und den Schutz eines Mannes und den fand sie wahrscheinlich bei diesem Mann. Vielleicht erwartete sie, dass diese Ehe ihr helfen würde, ihre Probleme in Ägypten zu lösen, aber leider führte sie zum genauen Gegenteil. Als Hisham von ihrer Heirat erfuhr, nahmen seine Drohungen eine gefährliche Wendung für Susannes Leben. Es kam so weit, dass er seine Männer nach London schickte und warnte, dass die Sängerin ihn entweder heiraten oder er sie töten würde. Susanne lebte weiterhin voller Angst mit ihrem Mann zusammen. In einem Interview mit der Sunday Times aus London erklärte Riyad Al-Azawi: »Ich war da, um sie zu beschützen, aber ich habe es ganz alleine getan. Ich habe keine Hilfe bekommen.« Er sagte auch: »Susanne hat mir erzählt, dass er sie angerufen und ihr gesagt hat, dass er ihr 50 Millionen Dollar zahlen würde, wenn sie mich verlassen und ihn heiraten würde. Dann sagte er, wenn sie sich weigere, würde er sie töten und dafür 1 Million Dollar zahlen.« Aufgrund der ständigen Drohungen und Belästigungen wandte sich der Sänger schließlich an die Londoner Polizei und schilderte die Situation. Die Polizei nahm die Worte der Frau äußerst ernst und installierte in ihrer Wohnung ein spezielles Alarmsystem sowie ein Telefon zur Notfallkommunikation mit dem Schnelleinsatzteam. So vergingen 1,5 Jahre. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ehegatten. Unbestätigten Berichten zufolge stellte Susanne fest, dass ihr Mann untreu war und ließ sich natürlich von ihm scheiden. Es gab nichts mehr, was sie in London halten konnte. Und lassen Sie uns gemeinsam raten, was sie getan hat? Richtig, zum 4. Mal zieht die Frau um, dieses Mal nach Dubai. Sie rannte vor ihren Problemen davon und erwartete jedes Mal, dass die Dinge besser würden und sie mit dem Umzug wieder auf Kurs komme. Susanne hatte eine Wohnung in Dubai in einem Gebäude namens Al-Rimal. Susanne lebte dort allein und war ständig in Angst. Sie hatte keine Bekannten in Dubai, außer einer Cousine, die in ihre komplizierte Geschichte eingeweiht war und ihre Schwester täglich besuchte, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung war. Am 28. Juli 2008 beschloss er, wie üblich, seine Schwester anzurufen und sich nach ihrem Befinden zu erkundigen. Sie ging jedoch nicht ans Telefon. Das war ungewöhnlich, da sie immer in Kontakt war. Besorgt machte er sich auf den Weg zu ihrem Haus und nahm einen Wachmann des Apartmentkomplexes mit. Als sie die Wohnung betraten, bot sich ihnen eine schreckliche Szene. Susanne lag mit zahlreichen Stichwunden auf dem Boden. Die Polizei traf vor Ort ein und leitete eine Untersuchung ein. Dank Videoüberwachungskameras konnten sie den Verdächtigen identifizieren. Das Filmmaterial zeigt einen Mann mit Mütze und einer Tasche in der Hand, der das Gebäude betritt und in den 22. Stock geht. Später verlässt er die Wohnung in anderer Kleidung, geht in den 21. Stock und wirft die Tüte in den Müllschlucker. Mohsen Al-Zukari wurde verhaftet und bekannte sich sofort der Tat schuldig. Alle Beweise wiesen eindeutig auf ihn hin. Er sagte auch aus und behauptete, der Auftraggeber des Mordes sei Hisham Talat gewesen, der ihm 2 Millionen Dollar gezahlt habe. Dieses Verbrechen war von dem Moment an vorbereitet worden, als Susanne nach London aufgebrochen war. Obwohl der Mord in der Wohnung in Dubai stattfand, in der Tamim wohnte. Die Prozesse fanden in Ägypten statt, weil das Land die Auslieferung seiner Bürger für Prozesse anderswo nicht zulässt. Zusätzlich zu Maxens Aussage. Die Polizei hatte weitere Beweise gegen Hisham, einschließlich Telefonaufzeichnungen der Täter. Hisham Talat wurde angeklagt, verteidigte sich jedoch mit der Behauptung, es handele sich um geschäftliche Anrufe, die nichts mit der Ermordung des Sängers zu tun hätten. Obwohl der Mord in einer Wohnung in Dubai stattfand, war die Talat Mustafa Group, Mustafas Immobilienunternehmen.
trotz seiner Inhaftierung weiterhin eines der größten und reichsten in Ägypten. Für viele war jedoch klar, dass er derjenige war, der das Verbrechen angeordnet hatte. Viele fragten sich, wie ein ehemaliger, erfahrener Polizeibeamter solche Fehler machen konnte, wie zum Beispiel die Bezahlung, Tatwaffe und die Tasche mit seiner Kreditkarte. Und am Tatort wichtige Beweise hinterlassen, eine Tüte mit blutiger Kleidung. Und warum er das Mordgeld bei sich zu Hause aufbewahrte. Aber seltsamerweise waren es genau diese Fehler, die Mosens Anwalt zur Verteidigung seines Mandanten vor Gericht anwandte. Der Anwalt argumentierte, dass all diese Fehler für einen professionellen Polizeibeamten so absurd seien, dass sie darauf hindeuteten, dass jemand versucht habe, seinem Mandanten etwas anzuhängen. Alle diese Argumente wurden jedoch zurückgewiesen. Mosen al-Zukari wurde wegen vorsätzlichen Mordes und Hisham Talaat wegen Volksverhetzung angeklagt. Der Prozess dauerte 2 Jahre und beide Kriminellen wurden zum Tode durch Erhängen verurteilt. Am 10. Juli wurde Berufung eingelegt. Mustafas Verwandte boten Susanne Tamims Verwandten mehr als 1 Milliarde Dollar an. Und 100 Millionen Dollar Lösegeld. Nach Erhalt dieses Betrages haben die Angehörigen das Recht, den Mörder zu begnadigen. Aber später passiert das Interessanteste. Im Jahr 2010 leitete die Regierung eine Überprüfung von 41 Fällen der Todesstrafe ein. Im Jahr 2012 wandelte der oberste Gerichtshof Ägyptens die Todesstrafe für Millionäre um. Hisham Talaat Mustafa wurde zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Mosen wurde zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt und hob damit das Todesurteil auf, was noch überraschender war. Im Jahr 2017, nach nur 5 Jahren, beschloss der Präsident, eine Reihe von Gefangenen zu begnadigen, darunter Hisham Talaat. Und im Jahr 2020 wurde auch Mosen al-Zukari in die Liste der Begnadigten aufgenommen. Infolgedessen verbrachte der Drahtzieher des Mordes 9 Jahre hinter Gittern und der Täter 12 Jahre. Er sollte 2020 freigelassen werden, wurde dann aber in einem separaten Geldwäschefall zu 3 Jahren zusätzlicher Haft verurteilt. Nach Berufungen wurde die 3-jährige Haftstrafe halbiert und endete im September 2022. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis gewann er als Wirtschaftsmagnat wieder an Einfluss und wurde von Forbes Middle East zu einem der 100 führenden Reise- und Tourismusführer in der Region ernannt. Angesichts der Brutalität des Verbrechens an dem jungen Mädchen und der Fülle an Beweisen ist dies eine überraschende Wendung der Ereignisse. Susanne hat die meiste Zeit ihres Lebens in Angst gelebt und sich vor der unerbittlichen Verfolgung versteckt. Da sie seit ihrer Kindheit eine großartige Stimme besaß, hatte sie alle Chancen auf eine erfolgreiche Zukunft voller kreativer Höhepunkte. Doch menschliche Gier und Manipulation führten zu einem tragischen Ende ihrer vielversprechenden Karriere. Für Familien ist Silvester eine Zeit der Entspannung, des Feierns oder der Geschenke. Für die junge Heldin dieser Geschichte begann alles auf die gleiche Weise. Sie war erst 18 Jahre alt, hatte ihr ganzes Leben noch vor sich und ihre Träume begannen wahr zu werden. Es scheint, was könnte einen so wunderbaren Moment überschatten, außer einem blutigen Verbrechen. Nancy Mestre wurde im Jahr 1775 geboren. Ihre Heimatstadt war Barranquilla in Kolumbien. Dies ist eine ziemlich große Stadt mit einer Bevölkerung von mehr als 1 Million Menschen. Das Mädchen lebte zusammen mit ihrem Bruder in der Familie von Martin Mestre und Nancy Varga. Seit ihrer Kindheit war sie immer kontaktfreudig und fröhlich. Die Kinder hatten ausgezeichnete Beziehungen zu ihren Eltern und entwickelten zwischen ihnen Zuneigung und Respekt. Nancy betrachtete ihre Mutter als ihre beste Lehrerin und ihren Vater als ihren besten Freund. Ihre Familie war ziemlich wohlhabend. Das Vermögen der Familie ermöglichte dem Mädchen eine anständige Ausbildung. Nancy studierte an einem der besten Colleges des Landes Marymounty. Noch bevor Nancy die englische Sprache perfekt beherrschte, das Mädchen begann davon zu träumen, in den Vereinigten Staaten von Amerika zu studieren. Nancy interessierte sich für alles, was mit diesem Land zu tun hatte. Sie träumte davon, dort zu leben. Am Vorabend des neuen Jahres versammelte sich die ganze Familie zu einem festlichen Abend. Ursprünglich sollte der Feiertag an einem anderen Ort gefeiert werden, doch aufgrund unvorhergesehener Umstände mussten die Pläne geändert werden. Brüder Nancy,
Ich habe mich kürzlich bei einem Fußballspiel schwer verletzt und konnte einige Zeit nicht weiter trainieren. Aus diesem Grund war er praktisch unbeweglich und sie beschlossen, zu Hause zu feiern. Es gab noch einen weiteren großen Grund zum Feiern, denn Nancy hatte sich an einer Universität in den Vereinigten Staaten eingeschrieben und sie feierten dieses Ereignis. Nancy sollte bald in die Vereinigten Staaten aufbrechen. Ihr Traum war so nah wie nie zuvor an der Verwirklichung. Doch leider sollten die freudigen Träume nicht wahr werden. Gegen 1.44 Uhr traf der Geschäftsmann Jaime Enrique Sana de Carmane im Haus der Familie Mestre ein. Der Typ war 10 Jahre älter als Nancy, aber das hielt ihn nicht davon ab, ihre Eltern um ein Date an Silvester zu bitten. Davor unterhielten sie sich einige Zeit und verabredeten sich. Der Mann stammte aus einer angesehenen, anständigen Familie, daher behandelten ihn seine Eltern gut. Nancys Verwandte lehnten ihn nicht ab. Auch Nancy wollte das neue Jahr unbedingt mit seiner Familie feiern, doch ihre Eltern stellten eine wichtige Bedingung. Nancy musste spätestens um 3 Uhr morgens nach Hause kommen und der Typ musste sich um sie kümmern. Das Paar akzeptierte diese Bedingung und ging, um Spaß zu haben. Die Jugendlichen erschienen nicht zur vereinbarten Zeit zu Hause, was ihre Eltern zunächst jedoch nicht störte. Die Verwandten beschlossen, ihrer Tochter den Silvesterabend nicht mit Verboten und Skandalen zu verderben, sondern ließen ihr einfach das Licht auf der Treppe stehen und gingen zu Bett. Ein paar Stunden später wachte das Familienoberhaupt auf und überprüfte den Flur. Nancy kam nie zurück, sie war nicht zu Hause. Das Zimmer des Mädchens war leer. Das machte meinem Vater Sorgen. Nancys Vater machte sich auf die Suche nach seiner Tochter in allen beliebten Clubs, in denen sie an diesem Abend gewesen sein könnte. Nancys Handy antwortete nicht. Aber zu diesem Zeitpunkt gab es noch keinen Grund, die Polizei zu rufen. Der Vater versuchte, die Freunde seiner Tochter zu kontaktieren, doch auch diese wussten nicht, wo sie war. Als es nicht möglich war, seine Tochter in einem der Clubs zu finden, ging der Mann zu Kaimas Haus, der seine Tochter nahm und nach Hause bringen sollte. Er ging davon aus, dass seine Tochter dort sein könnte. Hier fand er seine Mutter, die den Boden von Blut säuberte. Es sah ziemlich alarmierend aus. Auf die Fragen ihres Vaters antwortete sie, dass ihr Sohn und Nancy ins Krankenhaus gegangen seien. Und das Blut auf dem Boden gehört seiner Tochter. Der alarmierte Vater des Mädchens sprang ins Auto und eilte zur medizinischen Einrichtung. Als er das Krankenhaus betrat, traf er den Vater von Nancys Freund, der ihm eine unglaubliche Geschichte erzählte. Angeblich versuchte Nancy in dieser Nacht im Haus, sich das Leben zu nehmen, indem sie sich mit einer Pistole in den Kopf schoss. Der Vater glaubte diese Geschichte nicht. Für die Eltern des Mädchens ergab das keinen Sinn. Nancy gab nie Anlass, an ihrer geistigen Gesundheit zu zweifeln. Die junge Studentin war fröhlich, glücklich und außerdem war ihr Traum, eine Universität in den Vereinigten Staaten zu besuchen, gerade wahr geworden. Sie freute sich auf diese Reise und alles in ihrem Leben lief großartig. Sie hatte keinen Grund für eine Depression, geschweige denn für den Tod. Ich konnte auch nicht glauben, dass sie das an Silvester getan hätte, als sie eine Freundin besuchte. Es passte einfach nicht in seinen Kopf. Der Mann sprach mit den Krankenschwestern, die seine Tochter im Krankenhaus aufgenommen hatten, und sie teilten ihm alarmierende Informationen mit. Sie sagten, dass Nancy völlig nackt zu ihnen gebracht wurde. Nancy war nur mit einem Laken bedeckt und zeigte praktisch keine Lebenszeichen. Auf Nancys Körper und Haaren waren Spuren von Sand, Erde und einigen Pflanzen zu sehen, als wäre sie durch den Wald geschleift worden. Nichts davon war wie die Geschichte, die Jaimas Vater ihm gerade erzählt hatte. Seine Tochter sollte den Abend bei seiner Familie verbringen und mit ihnen zu Abend essen. Warum war Nancy nackt, voller Dreck und mit Pflanzen im Haar? Hier stimmte eindeutig etwas nicht. Die Situation war herzzerreißend und Martin war voller Schmerz, weil er wusste, dass das Leben seiner Tochter auf dem Spiel stand. Der Mann rief zu Hause an und erzählte seiner Frau, was passiert war. Als die gesamte Familie des Opfers davon erfuhr, kam sie sofort ins Krankenhaus. Die Prognosen der Ärzte waren jedoch enttäuschend. Die Ärzte stellten fest, dass Nancys Verletzungen zu schwerwiegend waren und Komplikationen verursachten. Das Mädchen kämpfte 8 Tage lang um sein Leben und musste sich im Koma zahlreichen Operationen unterziehen. Die Ärzte taten alles, um sie zu retten. Dies hat jedoch nicht geholfen. Als die Ärzte der Familie mitteilten, dass ihre geliebte Person nicht wieder zum Leben erweckt werden würde
und eine Genehmigung erforderlich war, um sie von lebenserhaltenden Maßnahmen zu trennen. Ihre Familie traf eine schwierige Entscheidung und stimmte zu, sie vom Gerät zu trennen. Am 9. Januar 1994 begann er, zum Abschied von seinem geliebten Mädchen ein Kinderschlaflied zu singen. Nancy starb, ohne das Bewusstsein wiederzuerlangen, und konnte nie ihre Version davon erzählen, was ihr an jenem unglückseligen Silvesterabend in Himes Haus widerfahren war. Keiner von Nancys Verwandten glaubte der Version ihres Freundes. Sie gingen zur Polizei und forderten eine gründliche Untersuchung aller Umstände des Vorfalls und baten darum, die Familie Heim, die offensichtlich etwas verheimlichte, sorgfältig zu untersuchen. Die Polizeibeamten hörten den Bitten der Familie zu und nahmen die Ermittlungen auf. Es wurden gerichtsmedizinische Untersuchungen durchgeführt. Schießpulverspuren an den Händen von Nancys Freund deuteten darauf hin, dass Jaima log. Der Schuss wurde in die rechte Schläfe abgefeuert. An der rechten Hand des Verstorbenen wurden jedoch keine Spuren von Schießpulver gefunden, die für eine solche Sterbemethode charakteristisch sind. Stattdessen wurden Markierungen auf der linken Hand gefunden. Es war jedem klar, dass es einfach unmöglich war, sich auf diese Weise in die richtige Schläfe zu schießen. Es schien, als ob der Angreifer versuchte, einen freiwilligen Tod herbeizuführen, doch dieser Versuch war äußerst erfolglos. Bei der Autopsie der Leiche des Verstorbenen wurde festgestellt, dass das Mädchen in der Nacht der Schießerei eine intime Beziehung mit zwei Männern gleichzeitig hatte. Es handelte sich um zwei Flüssigkeitsproben, die an ihrem Körper gefunden wurden. Zahlreiche Schürfwunden, Prellungen und andere Verletzungen am Körper zeugten von ihrem aktiven Widerstand. Das bedeutet, dass sie Opfer einer Vergewaltigung wurde, die sie zu verbergen versuchten. Darüber hinaus fanden medizinische Experten Hautspuren unter ihren Nägeln, die durch den Kampf gebrochen waren. All dies ist typisch für die aktive Verteidigung im Falle eines Angriffs und ermöglicht die Identifizierung des Täters. Hautpartikel unter den Nägeln wurden gesammelt und zur Untersuchung an das Labor geschickt. Himes Waffe wurde in seinem Haus gefunden, in blutige Shorts gehüllt und unter dem Bett des Verdächtigen versteckt. Ballistische Tests bestätigten, dass es sich um die Mordwaffe handelte. Zu diesem Zeitpunkt zweifelte niemand daran, dass es sich um ein Verbrechen handelte, und der Fall wurde als Mordermittlung eingestuft. Keimer und seine Familie wurden in diesem Fall zu den Hauptverdächtigen. Da in ihrem Haus alles passierte und Spuren von Schießpulver an Keimers Hand gefunden wurden, es gab allen Grund zu der Annahme, dass Keimer das Mädchen vergewaltigt und getötet hatte. Und seine Verwandten kamen für ihn ein und halfen ihm, alle Beweise zu vernichten. Das bedeutet, dass sie auch entsprechend verrechnet werden sollten. Es musste auch ermittelt werden, wer Nancy in dieser Nacht sonst noch vergewaltigte. Daher warteten die Ermittler auf die Ergebnisse der Untersuchung und sammelten Beweise, um Anklage gegen sie zu erheben. Die Nachricht von diesem Vorfall verbreitete sich schnell in ganz Kolumbien. Das Publikum war begeistert. Zur Unterstützung der Familie der ermordeten Frau wurden mehrere Streikposten aufgestellt. Die Menschen forderten die Verantwortlichen für die Vergewaltigung und Ermordung eines jungen Mädchens, dessen Leben so grausam beendet wurde, zu finden und zu bestrafen. Während die Ermittlungen noch andauerten, mehrere Tage nach diesen Ereignissen, Martin, der Vater des Mädchens, erhielt einen anonymen Brief. Darin wurde die wahrscheinliche Ursache für den Mord an seiner Tochter beschrieben. Eine anonyme Person berichtete, dass Nancy ihren Freund B.E.E. perversen sexuellen Beziehungen erwischt habe. Aus Angst vor der Enthüllung wurden die Perversen gefasst, vergewaltigt und dann das Mädchen erschossen. Danach wurde sie ins Krankenhaus gebracht, allerdings nicht sofort, da Ärzte Spuren von Erde und Pflanzen an ihrem Körper fanden. Dies deutete darauf hin, dass sie sie in den Wald werfen wollten. Doch offenbar zeigte sie immer noch Lebenszeichen, weshalb die Mörder beschlossen, sie ins Krankenhaus zu schicken. Die Identität der anonymen Person konnte nicht festgestellt werden. Während der Ermittlungen verschwand Keimer. Anscheinend wusste er, dass er verhaftet und angeklagt werden würde, und beschloss daher, sich der Verantwortung für seine Verbrechen zu entziehen. Ermittler versuchten, ihn zu finden oder zumindest Kontakt aufzunehmen, doch es gelang ihnen nicht. Seine Familie behauptete, sie wisse nicht, wo er sei und könne ihn nicht erreichen, was unglaubwürdig sei. Es war offensichtlich, dass Keimer an dem Vorfall schuld war und sich deshalb versteckte, aber es war nie möglich, ihn zu finden. Inzwischen wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen.
Er wurde wegen sexueller Belästigung und vorsätzlichen Mordes in Abwesenheit angeklagt, da er nie gefunden wurde. Der Prozess begann ohne ihn. Gegen Heim wurden alle Beweise vorgelegt. Spuren von Schießpulver an seinen Händen, seine Desoxyribonukleinsäure am Körper des Opfers nach der Vergewaltigung sowie unter den Nägeln. Dies war ein unbestreitbarer Beweis seiner Schuld, den er nicht widerlegen konnte, da er einfach nicht bei der Verhandlung anwesend war. Zunächst hatte die Anklage einen wichtigen Zeugen, einen Nachbarn von Keimers Familie. Die Frau sagte, sie sei in dieser Nacht Zeugin gewesen und habe gesehen, wie in der Wohnung der Familie des Angeklagten etwas Schreckliches passiert sei. Mehrere Männer schrien und das Mädchen bat um Hilfe, sie bettelte darum, ihren Vater anzurufen, und in diesem Moment war ein Schuss zu hören. Als sie jedoch an der Reihe war, im Prozess auszusagen, sagte die Rentnerin, sie habe in dieser Nacht nichts gehört. Es war offensichtlich, dass die Nachbarin eingeschüchtert war und ihre Worte zurückzog. Dennoch befand ein kolumbianisches Gericht Heim in allen Punkten für schuldig und verurteilte den Flüchtigen wegen sexueller Belästigung und vorsätzlichen Mordes an der 18-jährigen Nancy zu 27 Jahren Gefängnis. Dies geschah am 5. Juli 1996. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Verbrecher in die Vereinigten Staaten von Amerika geflohen ist und sich dort irgendwo verlaufen hat. Im April 1998 landete die Person, die für den Tod des Mädchens verantwortlich war, auf Betreiben der kolumbianischen Polizei in der Interpol-Datenbank und sie begannen weltweit nach ihm zu suchen. Die Polizeibeamten wandten sich insbesondere über die Medien an die Öffentlichkeit. Während der Durchsuchung riefen mehrere Personen an, die den Mann angeblich in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern gesehen hatten, doch keiner dieser Anrufe half. Natürlich stellten ihm seine wohlhabenden Eltern alle notwendigen Ressourcen zur Verfügung, damit sich ihr Sohn frei auf der Welt bewegen und der Gerechtigkeit entgehen konnte. Tatsächlich könnte er sich irgendwo auf dem Planeten verstecken und gefälschte Dokumente verwenden, wie die Polizei vermutete, weshalb er nicht gefunden werden konnte. Die Tragödie von Nancy erschütterte die Familie Maestre. Die Eltern konnten die Trauer nicht ertragen und ließen sich scheiden. Ihr Sohn zog in die Vereinigten Staaten und die Mutter der ermordeten Nancy zog nach Spanien. Unterdessen konnte der Vater des ermordeten Mädchens, Martin, wegen dieser Ungerechtigkeit nicht tatenlos zusehen. Er war Reserveoffizier der Marine und kannte die moderne Technik aus erster Hand. Daher beschloss der Mann, die Suche nach dem Flüchtigen selbst in die Hand zu nehmen. Natürlich konnte er die Familie der vermissten Person nicht direkt kontaktieren, um Informationen zu erhalten. Also erstellte er gleichzeitig 4 Konten in sozialen Netzwerken und versuchte, Kontakt herzustellen. Die gefälschten Profile zeigten 2 Männer und 2 Frauen derselben arabischen Ethnie wie die Familie des Mörders. Martin gewann das Vertrauen der Familie und begann, die Kommunikation und Korrespondenz von Keimers Verwandten zu überwachen. Dafür reichten seine Kenntnisse zunächst nicht aus, doch er absolvierte eine Vielzahl von Kursen, die es ihm ermöglichten, seine Pläne zu verwirklichen. Dies dauerte jedoch 26 Jahre. Bei seinen Ermittlungen hatte Martin Maestre einige Schwierigkeiten herauszufinden, dass der Mörder seiner Tochter einen Bruder hatte, der in Brasilien lebte. Deshalb richtete er seine Aufmerksamkeit auf dieses Land. Aber Brasilien ist ein so großes Land, dass es wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen war. Es war unmöglich festzustellen, in welcher Stadt er sich befinden könnte. Am Ende von 2019 gelang dem pensionierten Beamten Martin, was bei der internationalen Suche nicht möglich war. Bei der Kommunikation mit der Familie, die er hasste, fielen ihm zunehmend wiederholte Namen und Titel auf. Eines davon war Samaria, das Santa Marta, einer Stadt an der Küste Kolumbiens, sehr ähnlich war. Der erste Tipp erwies sich jedoch als falsch. Es stellte sich heraus, dass das Wort etwas anders war, Santa Maria. Es war eine kleine Stadt in Brasilien, nicht weit von der Hauptstadt entfernt. Nancys Vater gab alle gesammelten Informationen an Interpol weiter. Die Beamten begannen mit der Suche nach Identitäten, die zu einem entkommenen Kriminellen in der Gegend passen könnten. So fanden sie Enrique de Santos Abdalla, der in jeder Hinsicht der Persönlichkeit von Jaime Enrique Santa de Carmane entsprach. Er war sich in Aussehen und Alter sehr ähnlich und hatte einen ähnlichen Namen. Internationale Detektive überwachten ihn, um zu bestätigen, dass es sich um dieselbe Person handelte. Sie konnten einen Fingerabdruck von einer Kaffeetasse erhalten, die der Mann benutzt hatte.
Der Test ergab, dass sie mit den Parametern des entkommenen Mörders identisch sind. Niemand zweifelte daran, dass es Kaims Mörder war. Um den Flüchtigen zu fassen, wurde gemeinsam mit der brasilianischen Polizei eine Operation durchgeführt. Bei seiner Verhaftung am 29. Januar 2020 leistete er keinen Widerstand und gab zu, Keimer zu sein, bestritt jedoch, das Mädchen getötet zu haben. Der Vater des Opfers, Martin, wurde sofort darüber informiert, dass der Verbrecher endlich gefasst worden sei. Das alles dauerte knapp 3 Jahrzehnte. Martin war von der Nachricht so berührt, dass er auf die Knie fiel und anfing zu weinen. Dann rief er seine Frau und seinen Sohn an und gemeinsam begannen sie, Gott zu danken, dass die Gerechtigkeit endlich siegen würde. Aber es stellte sich heraus, dass nicht alles so einfach war. Den Interpol-Ermittlungen zufolge floh der Verbrecher mit Hilfe seiner Eltern nach Brasilien, als ihm klar wurde, dass er der Justiz nicht entkommen konnte. Sie unterstützten ihn in dieser Zeit finanziell und halfen ihm auch bei der Erstellung gefälschter Dokumente. Es stellte sich heraus, dass er in Brasilien einen guten Job bekam. Mit fiktiven Dokumenten erhielt er einen Führerschein, kaufte ein Auto, eröffnete sein eigenes Unternehmen und baute es erfolgreich aus. Er heiratete auch und bekam 2 Kinder. Dabei wurden auch mehrere Fehleinschätzungen des Täters aufgedeckt. Beispielsweise verwendete er auf den Geburtsurkunden seiner Kinder seinen richtigen Namen. Darüber hinaus hatte er vor seiner Festnahme nie eine offizielle Ehe mit der Frau geschlossen, mit der er Kinder hatte. Doch buchstäblich einen Monat nach der Festnahme registrierten sie ihre Ehe offiziell nach brasilianischem Recht. Dies ermöglichte es dem Mörder, in Brasilien zu bleiben und einer Auslieferung nach Kolumbien zu entgehen. Offensichtlich war er sich dieser rechtlichen Nuance bewusst und tat es mit Absicht. Während er in einem brasilianischen Gefängnis saß, leugnete Jaime seine Schuld und lieferte den Ermittlern eine neue Version der Ereignisse dieser fernen Nacht. Ihm zufolge konsumierte Nancy illegale Substanzen und Alkohol und blieb deshalb lange Zeit in ihrem Haus. Nancy wollte nicht, dass ihre Eltern sie so vorfanden und wollte nicht in diesem Zustand nach Hause zurückkehren. Damit sie wieder zur Besinnung kam, schlug Keimer ihr vor, nach einer intimen Beziehung zu duschen. Sie hat zugestimmt. Doch nach einiger Zeit war aus dem Zimmer ein Schuss zu hören. Als er eintrat, entdeckte er die Leiche seiner Freundin. Aber sie hatte immer noch einen schwachen Puls. Danach beschloss Heimer, sie in der Hoffnung auf ihre Erlösung ins Krankenhaus zu schicken. Dieses Geständnis schickte er mit einem Brief, während er sich in Untersuchungshaft befand. Hier antwortete er, dass Nancy noch lebte, als er sie ins Krankenhaus brachte, und der Mann auf ihre Genesung hoffte, er jedoch geschäftlich nach Brasilien musste. Bereits dort erhielt er die Nachricht von ihrem Tod. Das war ein schwerer Schlag für ihn. Und dann beschloss er, nicht zurückzukehren, als er erfuhr, dass sie ihn verhaften und ihm die Schuld an ihrem Tod geben wollten. Aber diese Geschichte erklärte nichts. Warum wurden an seinen Händen Spuren von Schießpulver gefunden? Woher hatte sie die Waffe? Wer hat das Mädchen vergewaltigt? Aus toxikologischen Tests wussten die Ermittler auch, dass Nancy in dieser Nacht nichts eingenommen hatte. In ihrem Körper wurden weder Alkohol noch illegale Substanzen gefunden. Daher klang seine Geschichte unglaubwürdig. Später änderte sich die Aussage des Häftlings Dankheims Anwalt erneut. Er sagte, dass Keimer bis zum Tod des Mädchens in Kolumbien war und hoffte, dass sie zur Besinnung kommen und die wahre Geschichte der Ereignisse erzählen würde, die seine Unschuld bestätigen würden. Doch als sie starb, brachen alle Hoffnungen einfach zusammen. Ihm war klar, dass es für ihn keine Möglichkeit gab, seine Unschuld an dem Verbrechen zu beweisen. Daher musste der Mann nach Brasilien fliehen, um nicht Opfer eines Justizirrtums zu werden. Aber diese Geschichte erklärte nicht das Vorhandensein von Schießpulver an Keimers Händen. Seine Desoxyribonukleinsäure befand sich nach der Vergewaltigung unter den Fingernägeln des Opfers und auf ihrem Körper. Daher schien diese Geschichte unbegründet. Auch Unstimmigkeiten in den Worten des Angeklagten und seines Anwalts wurden vor Gericht als Beweis für seine Schuld herangezogen. Die Frau des Flüchtlings war nicht schockiert, dass der Mann, mit dem sie 20 Jahre lang verheiratet war, als gefährlicher Krimineller auf der internationalen Fahndungsliste stand. Sie wusste, dass er in diese unangenehme Angelegenheit verwickelt war. 1 Jahr nach Beginn ihrer Beziehung erzählte er ihr alles und überzeugte sie von seiner Unschuld. Die Frau glaubte ihm und verteidigte seine Position aktiv, auch im brasilianischen Fernsehen.
Sie durfte sprechen, doch ihre Worte wurden nicht ernst genommen. Schließlich schien sie der Macht der Lügen unterworfen zu sein und wollte einfach nicht glauben, dass ihr Mann ein blutrünstiger Mörder und Vergewaltiger war. Sie behauptete, er habe in all den Jahren ihrer Ehe weder einen Finger auf sie noch auf die Kinder gelegt. Die Frau ignorierte völlig die Aussage der Behörden, dass ihr Mann nach Kolumbien reisen und seine Unschuld beweisen müsse, wenn dies tatsächlich der Fall sei. Es schien, dass die Auslieferung nur eine Frage der Zeit war, doch die Verjährungsfrist für das Verbrechen nach brasilianischem Recht war bereits abgelaufen. Es dauerte 20 Jahre und die Verhaftung erfolgte 26 Jahre später. Daher weigerten sich die brasilianischen Behörden, Haim an Kolumbien auszuliefern. Nancys Vater versuchte, diese Entscheidung anzufechten, und der Fall wurde vor den obersten Gerichtshof Brasiliens gebracht, der eine endgültige Entscheidung treffen musste. Während der Abstimmung gingen die Meinungen der Richter auseinander und es wurde beschlossen, den Verbrecher in Brasilien zu belassen. Darüber hinaus wurde der 57-jährige Caima freigelassen, um zu seiner Familie und seinen Kindern zurückzukehren. Die einzige Anklage gegen ihn war Urkundenfälschung. Für die Familie des ermordeten Mädchens war dies ein echter Schock. Es schien, dass die ganze harte Arbeit des Vaters, dank derer der Mörder gefunden wurde, umsonst war. Doch der pensionierte Offizier war es nicht gewohnt aufzugeben. Er wusste mit Sicherheit, dass Caima zusammen mit jemand anderem seine Tochter vergewaltigt, misshandelt und dann getötet hatte. Um Gerechtigkeit zu erreichen, beauftragten Nancys Verwandte und Freunde US-amerikanische Anwälte, die auf internationale Angelegenheiten spezialisiert waren. Sie richteten außerdem mehrere Appelle an Brasilien mit der Bitte, die Entscheidung in diesem Fall zu überdenken. Und schließlich half es. Es wurde beschlossen, den gefährlichen Verbrecher an Kolumbien auszuliefern und ihn erneut vor Gericht zu stellen. Am 18. April 2003 wurde Jaime Enrique Sando de Camani schließlich ausgeliefert. Dem Mann wurde nach wie vor die Vergewaltigung und Ermordung der damals kaum 18-jährigen Nancy Menstre vorgeworfen. Die Polizei nahm den Flüchtigen in Gewahrsam, doch der Familie gelang es erneut, eine Kaution für ihn zu erwirken und seine Freilassung zu erwirken. Er rannte sofort wieder weg. Aber er hatte keine Zeit, die Landesgrenze zu verlassen. Bereits am 1. Mai 2003 wurde er entdeckt und verhaftet. Nun warten die Angehörigen des Opfers auf ein faires Verfahren und eine Strafe für diesen brutalen Verbrecher. Die Identität des zweiten Vergewaltigers konnte nicht ermittelt werden. Aber Nancys Angehörige hoffen, dass Caima im Laufe des Prozesses seinen Komplizen ausliefern wird und auch er bestraft wird. Haims Familie wurde weder Mittäterschaft noch das Verheimlichen von Beweisen vorgeworfen. Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren mit und liken Sie auch, ob Sie diese Geschichte interessant fanden. Cody Johnson und Jordan Graham waren ein wunderschönes, glückliches Paar. Sie freuten sich auf die Hochzeit und wünschten sich eine große Familie, viele Kinder. Sie heirateten am 29. Juni 2013. Sie gelobten, einander zu lieben und füreinander zu sorgen, bis der Tod sie scheidet. Doch dass sich ihr glückliches Paar so schnell trennen würde, konnte sich niemand vorstellen. Cody verschwand 8 Tage nach der Hochzeit auf mysteriöse Weise. Die Stadt Kalispell, Montana, ist eine kleine Provinzstadt. Neben einem Nationalpark im Herzen der Rocky Mountains. Hier ereignete sich eine schreckliche Tragödie. Jordan war ein gutes Mädchen und Cody war ein guter und fürsorglicher Kerl. Er hatte ein sehr gütiges Herz. Cody und Jordan lernten sich bei einem Abendessen in der Kirche kennen. Cody war damals 24 Jahre alt. Und Jordan ist 21. Cody teilte seiner Mutter sofort mit, dass er einen Heiratsantrag machen wollte, da er unsterblich in Jordan verliebt sei. Jordan war sehr ruhig, schüchtern und sehr religiös. Sie wollte vor der Heirat keine enge Beziehung eingehen. Jordan zwang Cody, mit ihr in die Kirche zu gehen, was er noch nie zuvor getan hatte. Diejenigen, die mir nahe standen, fanden es sogar gut. Ihre Beziehung war einseitig. Cody hat alles in diese Beziehung gesteckt und Jordan sehr geliebt, aber sie tat es nicht. Sie hielten sich in der Öffentlichkeit nie an den Händen oder schenkten einander Aufmerksamkeit. Jordan war ihm gegenüber immer sehr verschlossen und kalt. Am Vorabend der Hochzeit bezweifelte Jordan, ob sie Code heiraten sollte. Die Hochzeitszeremonie war angespannt und unangenehm. Jordan schluchzte und sah den Bräutigam nicht an. Ihr Blick wanderte irgendwo nach unten.
Es war offensichtlich, dass es ihr nicht gefiel. Am nächsten Morgen schrieb Jordan ihrer Freundin verärgert eine SMS. Ich weiß nicht, ob alles in Ordnung war. Letzte Nacht sind so viele Dinge passiert, die ich einfach nicht weiß. Aber sie sagte nicht genau, was passiert ist. Eine weitere Woche lang schrieb sie ihrer Freundin seltsame, verzweifelte Nachrichten darüber, dass sie keine Beziehung mit ihrem Mann wollte, und jedes Mal fiel ihr etwas ein. Und die Probleme mit Cody wuchsen. Doch plötzlich verschwand Cody 8 Tage nach der Hochzeit. Im Glacier Nationalpark im Flathead County. Am 8. Juli 2023 meldeten mehrere Personen Cody als vermisst. Die Polizei von Cody wurde benachrichtigt, als er nicht zur Arbeit erschien. Aber Jordan ging nicht zur Polizei, was die Polizei alarmierte. In den nächsten Tagen kommunizierte Jordan weiterhin mit zahlreichen Menschen in der Cody-Community und schickte oft Textnachrichten über das, was mit Cody passiert war. Jordan sagte den Beamten, dass sie ihren Mann das letzte Mal gesehen habe, als er mit einer Gruppe von Freunden den Bundesstaat Washington verließ. Jordan schickte sogar eine E-Mail des mythischen Tony, in der er sagte, dass Cody niemals zurückkommen würde. Am 11. Juli führte Jordan Graham einen Parkwächter zum Ort seines tödlichen Sturzes. Sie behauptete, sie wisse, dass er dort sei, weil die Gegend der Ort sei, den er vor seinem Tod sehen wollte. Codys Leiche wurde noch am selben Tag gefunden. Er stürzte 200 Fuß in die Tiefe und starb. Es war unmöglich, vom Grund der Schlucht aufzusteigen, insbesondere nicht mit dem Hubschrauber. Sehr steiles Gelände, sehr gefährlich, voller Steine, sagte Parksprecher Dennis German. Beamte sagen, Johnson sei mit dem Gesicht nach unten im Wasser gefunden worden. In den darauffolgenden Tagen gab es keine öffentlichen Reaktionen auf sein Verschwinden oder seinen Tod. Die Menschen in der Stadt Coley begannen sich Sorgen zu machen. Jemand hat sogar einen Twitter-Account mit dem Titel »Who killed Cody?« eröffnet. Die Polizei fand es seltsam, dass Jordan Graham auf Twitter sehr aktiv war und dort jeden Tag etwas postete. Aber zwischen dem 2 und 11 Juli hat Jordan überhaupt nichts gepostet. Und die nächsten Blumen erwähnen weder ihren Mann noch seinen Tod. Jordan verhielt sich sehr seltsam. Der Ermittler sagt, die E-Mail stamme von einem gefälschten Konto, das Graham erstellt habe. Darin hieß es, Jones sei beim Gehen gestürzt und die Suche sollte eingestellt werden. Das war auch sehr seltsam. Aber die Ermittler kamen Jordan schnell auf die Spur. Kurz nachdem sie sagte, ihre Gefühle hätten sich nach ihrer Hochzeit abgekühlt, sagte Frau Krem der Polizei, ihr Mann habe ihre Hand gepackt, als sie sich der Spitze der Klippe näherten. Sie drehte sich um und stieß ihn zur Selbstverteidigung weg. Tage später gab Jordan zu, die Ermittler belogen zu haben, und im September klagte die Staatsanwaltschaft sie wegen Mordes ersten Grades an. Nach einer Untersuchung wurde Jordan Graham beschuldigt, ihrem 8-tägigen Ehemann Cody die Augen verbunden und ihn von einer Klippe gestoßen zu haben. Diese Behauptung wurde aufgestellt, nachdem ein Arzt die Leiche des Mannes untersucht und ein langes schwarzes Stück Stoff gefunden hatte. Bei der Untersuchung des Stoffes wurden Spuren und menschliches Haar gefunden. Frau Graham nahm auch die Autoschlüssel ihres Mannes und nahm ihm vor dem Streit den Ehering ab. Die Untersuchung war eine gemeinsame Anstrengung des Federal Bureau of Investigation, des National Park Service, der Coley Police Department, des Flathead County Sheriff's Office und Parks Canada. Der US-Bezirksrichter Nolan Smose bestätigte, dass die Frau, die ihre Geschichte wiederholt geändert hatte, sich nie für den Mord entschuldigte oder Reue zeigte. Sie war ein normaler Mensch, zumindest oberflächlich betrachtet, sagte der Richter bei der Verkündung des Urteils, das keine Möglichkeit einer Bewährung vorsieht. Nun, wie kann ein normaler Mensch seinen Mann 8 Tage nach der Hochzeit töten? Wenige Tage vor Beginn ihres Strafverfahrens im Dezember einigte sich Graham mit der Staatsanwaltschaft darauf, dass sich die junge Frau des Mordes 2. Grades schuldig bekannte und dafür eine Haftstrafe von 3 bis 10 Jahren erhielt. Doch am Dienstag beruhigte sich Graham und forderte einen neuen Prozess. Sie sagte, die Vereinbarung sei illusorisch und eine leere Formalität, nachdem sie ein Memo gelesen hatte, in dem Staatsanwälte den Mord als vorsätzlich bezeichneten und eine 50-jährige Haftstrafe forderten. Das Gericht lehnte ihren Antrag auf ein neues Verfahren ab, kam den Bedingungen des Klagegrundes nach und verurteilte sie zu einer Bewährungsstrafe von 30 Jahren Haft. Jordan sagte, sie habe beschlossen, mit ihrem Mann über ihre Zweifel an der Ehe zu sprechen, wisse aber nicht, was er davon halten würde.
Sie sagte, sie sei einen gefährlichen Abhang unterhalb eines beliebten Ortes im Park namens Salu hinuntergegangen und habe auf einem russischen Felsvorsprung mehrere hundert Meter über der Schlucht gesprochen. Sie sagte ihrem neuen Ehemann, dass sie nicht glücklich sei, sie stritten sich und irgendwann, sagte sie, packte er sie am Arm und sie dachte, er würde sie abstoßen. Sie sagte dem Richter, sie sei wütend auf Johnson geworden, habe Angst gehabt, seinen Arm weggedrückt und ihn dann mit einer Hand auf seiner Schulter und der anderen auf seinem Rücken gedrückt. Ich habe nicht darüber nachgedacht, wo wir waren. Ich habe nur Druck gemacht, sagte Graham am 27. März 2014. Das Gericht verurteilte Frau Jordan Graham zu 30 Jahren und 4 Monaten Gefängnis, gefolgt von 5 Jahren Freilassung unter Aufsicht, und verurteilte sie zur Zahlung von $17.000 Entschädigung.